Moin und willkommen zu Subnautica. Nach langer, langer Zeit wird es mal wieder Zeit, um mein, ja, ich würde fast sagen, absolutes Lieblings-Survival-Spiel nochmal anzugehen. Ich denke, ich werde einmal kurz. Ist schon gleich hier? Genau, die Lautstärke ein wenig anpassen. So. Und dann starten wir mal rein. Ich denke mit einem neuen Spiel. Ah. Januar 23 das letzte Mal reingeschaut. Kreativmodus. Das ist schon Weilchen her. Wir haben August 24. Wie gesagt, wir starten jetzt einmal komplett neu. Ich werde keins der alten laden. Und wir werden, ich glaube, ein Überlebensspiel machen. Hardcore kann schon krass sein, beziehungsweise sehr, sehr demotivierend. Wir bleiben bei. Ja, überleben. Ich muss selber erstmal wieder zurückkommen. So, das haben wir. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Ja, den werden wir, soweit ich weiß, erstmal nicht mehr brauchen. Können wir ihn auch da reinpacken. Ich werde mir überlegen, brauche ich das schon oder brauche ich es nicht. So, was können wir tun? Wir sind notgelandet. Und was man hier jetzt noch nicht sehen kann, aber natürlich, ja, man weiß, worum es geht, wenn man sich dieses Spiel holt. Wir sind notgewassert. Das heißt, gehen wir durch die untere Luke, sind wir direkt im Wasser. Ich werde jetzt aber einfach mal zeigen, wie es aussieht, wenn wir oben rausgehen. Oh, jetzt sieht man das ganz gut. Da ist unser abgestürztes Schiff. Zero human life signs detected. Wir werden jetzt mal tauchen. Ich hätte natürlich auch ins Wasser springen können, aber. Oh, da sind wir.
ja ein sehr, sehr friedliches Gebiet. Das sieht ja auch noch alles recht nett und freundlich hier aus. Bei denen muss man so ein bisschen aufpassen. Die hinterlassen Gaswolken. Und ansonsten können wir eigentlich mal anfangen, ein bisschen einsammeln. Weil ich echt nicht mehr weiß, was man jetzt benötigt. Ewig nicht gespielt. Naja, was ist ewig, ne? Anderthalb Jahre. Das ist über anderthalb Jahre. Aber wir machen es mal ganz einfach. Wir gehen hier rein. Und wir haben hier einen Fabrikator. Der lässt uns Dinge bauen. Zum Beispiel eine Tauchflasche. Ich habe, glaube ich, noch gar keine, ne? Nee. Dann bauen wir mal eine Tauchflasche. So, dann hätte ich gerne eine Batterie, weil ich möchte einen Scanner bauen. Der Scanner ist ja doch recht essentiell für dieses Spiel. Eigentlich alles. Es gibt eigentlich wenig, was man nicht benötigt. Gerade mal gucken, wo finde ich denn dort noch? Genau, das heißt, wir brauchen mal Kupfer. Und genau, die wurde direkt angelegt. Das heißt, wir können länger tauchen. So, und Kupfer finden wir in Gesteinsvorkommen. Die müssen hier irgendwo. Irgendwo hier sein an den Seiten. Huh. Okay, ich sehe jetzt tatsächlich überhaupt nichts. Guck mal, Fisch mit. Nein, das sind natürlich wieder frei. Is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Tja. Be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Was wir als erstes machen ist, wir scannen uns mal selber. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Angeblich sind wir gesund. Bleib hier. Das Zeug ist natürlich giftig. Dann wollen wir mal. Ich will jetzt mal ein bisschen Material sammeln. Boah, ich muss ja nicht noch was. Ja, ein bisschen was habe ich noch im Inventar. Die sind sehr wichtig. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Die
tun eigentlich fast immer weh. 30 seconds. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Oxygen. Oxygen. Das wird beim Verlauf des Spiels ein bisschen häufiger werden. Genau. Scheiß Viech kommen. Ja, wenn man sieht, gibt es auch einen Tag-Nachtwechsel auf diesem Planeten. Platz, ja. Ja, locker. So, wen haben wir denn hier noch nicht? Dich haben wir, glaube ich, noch nicht fertig. Boah. Das auch noch mit. Da war ein Garyfisch. Stielauge heißen die natürlich. Hatte ich schon. Kann ich die hier nochmal scannen? Ich würde dann nochmal hier von welcher einsammeln wollen. Ah. Ab hier. Ach Gott, ich habe keinen Platz mehr. So, dann verarbeiten wir schon mal die Dinger. Die kann man wirklich für nichts anderes gebrauchen. Die Schrottteile. Genau, und aus den Blasenfischen stellen wir nämlich Wasser her. Gekochte Nahrung, machen wir mal aus dem Stielauge ein. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Okay, eigentlich brauche ich das alles nicht. Also den brauche ich natürlich, aber dafür brauche ich noch die Bestandteile, die muss ich scannen. Dafür bräuchte ich Glas. Oder nicht das Ding. Wobei ich jetzt noch mal 2 Quarz mehr brauche. Dann müsste man genau Silber noch finden. Und die Standard-Tauchflasche haben wir ja schon. Silikongummi. Da wird es schon zum ersten Mal gefährlich, wenn wir das entsprechende Rohmaterial dafür holen.
Mann. Ein paar Sachen hier wegpacken. Ja, dich natürlich nicht. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie tatsächlich verderben. So, ist leider noch dunkel. Das macht's nicht einfacher, was ich vorhabe. Aber ich glaube, in Richtung der Aurora ist das falsch, oder? Ne, da hinten sind die Pflanzen. Vorher scannen wir dann mal die Schweber. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's dry core sustained during planet fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier richtig bin, aber das, was ich suche, gibt es eigentlich in mehreren Richtungen. Also wird es auch nicht verkehrt sein. Da ist wieder so ein... Sie nennen Maguma-Fisch. Tja, ich glaube, ich habe auf die Entfernung schon mal die Gefahr gesehen. Meine. Also da müssen wir hin. Die Pflanzen. Wobei brauche ich nicht vorher das Messer? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Das eine nehmen wir schon mal mit. Obwohl ich es eigentlich Quatsch, das brauche ich noch gar nicht. Auch schon bestimmt ein bisschen was zu scannen. Aber hier gibt es die ersten aggressiven Fische. Da, da haben wir nichts drin. Da haben wir nichts drin, oder? Nein, da haben wir nichts drin. Es gibt hier relativ viel Schrott. Pflanzen. Weil, da sieht man sie. Die sammeln den Schrott und spielen damit sozusagen. Okay, da haben wir auf jeden Fall was. Ich scanne das jetzt einfach mal, aber ich habe es in vergangenen Spielen echt wenig benutzt, wegen Gravitationsfallen. Aber das Ding ist wichtig. Ah, da war auch schon der zweite. Also brauchte ich zwei Stück von. Nee. Das ist was anderes. Das ist die Boje. Das war gar nicht jetzt nochmal gleich. Das wäre schon mal zu einfach gewesen. Ich brauche Silber. Auf jeden Fall gibt es überall auf dem Planeten
Wrackstücke. Das Ei lasse ich jetzt mal da liegen. Und in diesen Wracks befinden sich dann meistens irgendwelche Sachen, die man dann scannen kann, die einem dann später weitere Bauoptionen geben. Soweit hier ging. Und das läuft halt immer über diesen Scanner hier, dass man sich die Technologien dadurch freischaltet, dass man sie eben einmal einscannt. Wie jetzt gerade keine Lust auf dieses Viech. Oh, das ist gut. So, eine Hirnkoralle sondert immer wieder Sauerstoff ab. Und man sieht es, jetzt bin ich wieder aufgefüllt. Das heißt, wenn man die irgendwo findet, braucht man da nicht immer wieder auftauchen. Man kann sich da den Sauerstoff zurückholen. Da ist wieder so ein Viech. Oder zwei. Das ist natürlich doof. Diesmal hat es wirklich wehgetan. So, jetzt die Frage, was tun? Ich würde schon gerne noch ein bisschen scannen, aber ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Eigentlich war ich ja hier überall schon. Hier hinter noch nicht. Hier ist auch nichts. Wir sind alle geschlossen. Ich hätte halt schon gern einen Segelleiter. Das Salz. Ah, kommt er? Zum Inventar. Ja, sehr gut. New Blueprint acquired. So, gehen wir da mal ran. Wenn das hier, wie gesagt, gefährlich ist. Habe ich, oder? Habe ich noch Platz? Doch, ich habe noch Platz. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Silber hätte ich tatsächlich noch gern gefunden. Aber ich habe tatsächlich gar keinen Platz mehr. Ich freue mich schon auf den Moment, wo man hier nicht immer her muss.
Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Eine Batterie brauchen wir jetzt noch. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. So, und jetzt brauche ich noch das Silbererz. Genau. Jetzt wird es halt blöd. Das könnte ich eigentlich auch schon mal nehmen. Und dann damit schon mal ein paar Sachen reparieren. Life pod secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Pflanzen brauche ich eigentlich nicht. Die verarbeite ich jetzt einfach schon mal. Das mit dem Quarz lasse ich noch erstmal. Gehen wir es mal ran hier. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Gibt es auch Dinge zum Scannen. Und wenn man Sachen schon hat, so wie hier den Seegleiter, dann kriegt man stattdessen ja, Titanerz ist es, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt genug die Bezeichnung gar nicht. Da waren wir, glaube ich, auch schon fertig. Ja. 30 seconds. Hier hört sich das zwar böse an, aber das ist eigentlich gar nicht. Nicht alles täuscht. Genau. Da gibt es hier so wahlartige Viecher hier oben. Die sind wirklich absolut harmlos. Allerdings haben wir hier in dem Biom verschiedene feindliche. Aggressive Fische, ne? Dann sieht man da den Sandhai und hier kommt das nächste Viech, die kleine Rote da. Die sind schon alle sehr nervig. Das Blei. Silber. Das gibt es aber, meine ich, hier auch nicht
In Bienen drin? Scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Was muss denn denen drin sein? Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Die hier sind tatsächlich auch ätzend. Die tun zwar eigentlich nichts, hier diese Teile, aber wenn man nachher mit einem kleinen Boot beispielsweise unterwegs ist und man fährt gegen die oder die schwimmen gegen einen, dann gibt es hier jedes Mal wieder Schaden, den man reparieren muss. From the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Was nehmen wir auch noch? So wird nochmal die Schwimmgeschwindigkeit. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. So, und was ich da auf jeden Fall gerne hätte, wäre dieses Teil hier. Wir brauchen nochmal ein bisschen Silber. Silber, Kupfer und Co. Okay, ich sehe gerade, es lohnt sich sogar, den hier auch nochmal zu kochen. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Tja. Okay. Dunkelheit. So, wo waren wir jetzt gerade eben? Da drüben oder da drüben? Wie gesagt, auch ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden mit den verschiedenen Biomen, wo sie sind. Das wird dann auch nochmal spannend. Wenn es nachher in Höhlen und so weiter reingeht. Die gibt es hier durchaus. Eigentlich würde ich auch schon gerne anfangen, hier zu scannen, aber. Ich habe halt auch überhaupt keine Lust auf diese scheiß Viecher, ne? Jetzt eine größere Taucherflasche oder Sauerstoffflasche. Blei. Warum ist nichts? Ach ja, es gibt hier noch eine Tierabnähe jetzt einfach mal. Das war Silber.
Und zwar gibt es hier gegebenenfalls schießende Pflanzen. Also ich sehe jetzt tatsächlich keine, aber die gibt es. Die sind unter anderem auch auf den Rücken dieser Wale. Dieser Wale. 30 Sekunden. Gar nicht so unwichtig. Integrating new PDA data. Mhm. Aber was drin? Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen Kupfer. Silber habe ich, glaube ich, jetzt genug. Hoffe ich. Blei. Noch nicht gebrauchen. Kupfer. Ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Durch den letzten Funkspruch gibt es hier unten quasi ein Signal. Das ist eine von vielen weiteren Rettungskapseln. Runtergegangen. Die findet man natürlich alle mit der Zeit tiefer und tiefer und tiefer. So, das Ding will ich bauen. Computership Kabelsatz. Kabelsatz. Okay, dafür brauchen wir noch eine Tischkoralle. Dann noch eine Batterie. Dafür brauchen wir noch ein Kupfer. Batterien brauchen wir häufig. Auch die Batterie von dem Teil, die leert sich mit der Zeit. Die muss dann eben ausgetauscht werden. Ein Kupfer, ich weiß gar nicht, brauche ich noch mehr oder reicht das? Oh nö. So mit mir nicht mehr. Okay.
dass es da unten so einen Vorrat gibt. Eine Mod, damit man quasi nur das Endprodukt wählen muss. New Blueprint acquired. Also dass dann alle Zwischenprodukte quasi sich automatisch selber bauen. The Builder 2 is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Es gibt den Mehrzweckraum noch gar nicht, ne? Nee. Finden und scannen. Receiving pre-recorded distress call, laying back. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Will ich da durch? Das ist auf jeden Fall die Seite, wo ich ursprünglich hin wollte. Ich 100 Meter Tiefe sollte eigentlich nicht das Problem sein. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. So, hier gibt's auch ein schönes Wrack. Hier gibt's natürlich dann auch ein paar Sachen zu scannen. In der Regel. Und Wracks beherbergen manchmal auch so, ja, zusätzliche Räume, die man, ja, zum einen ja erstmal finden muss. Also manchmal gibt's auch sehr, sehr enge Gänge, die ein bisschen verschachtelt sind, wo man dann durchkommt. Und dann braucht man teilweise auch Werkzeug, um weiterzukommen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Also entweder braucht man mal das Reparaturset, manchmal benötigt man aber auch stattdessen eher sind wir jetzt hier alle an oder was? Ja. Na gut, dann tauchen wir doch erstmal auf. Und manchmal braucht man aber auch einen Laserschneider. Beispielsweise durch Türen oder ähnliches eben durchzuschneiden. Ja, das Ding hier nehme ich auch gleich mit. Das könnte zum Scannerraum gehören. Bin jetzt nicht sicher. Ne, Bioreaktor. Ich weiß das alles echt nicht mehr. Da oben nervt natürlich ein bisschen. Integrating new PDA data. Lauf doch mal. So, dann gucken wir doch gleich mal, ob wir noch einen Seemottenfakt finden. Da können wir eh noch nicht ganz so viel mit anfangen. Das Ding hatte ich, glaube ich, schon. Oder gab es hier oben noch eins mehr? Ich weiß es jetzt gar nicht. Geh weg. Ich mag dich nicht. Okay.
So, nochmal zwei Teile für den Scannerraum. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. 30 seconds. New blueprint acquired. Weiter. Fangen wir an und bauen etwas. Tischkorall. Also wir können ja auch mit dem Raum anfangen. Ne, komm. Wir fangen hier mit an. Seite. So, und dann brauchen wir eigentlich das. Ist eigentlich ganz egal, wie rum das gerichtet ist. Welcome aboard, Captain. All primary systems online. Was ist das denn? Schön laut hier. Das hatte ich jetzt nicht so laut in Erinnerung. Das kann natürlich auf Dauer ganz schön nerven. Ach Gott, oh Gott. Schön. Direkt keine Rohstoffe mehr. Ist der so nah dran oder was? Ja. Okay. Das erklärt es natürlich. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Allerdings, oh, das ist ätzend. Die Batterie ist leer. Gut, dann schwimmen wir mal eben nach Hause. Also eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, kann hier oben nichts passieren. Aber wir haben hier drunter ja diese ganzen Viecher. Gefährliche Gebiete Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. So, da stand, dass ich auch von den Pflanzen ein bisschen was abschneiden soll. Kann die beispielsweise auch später anpflanzen. Irgendwas wollte ich hier noch. Ich hab's vergessen. Achso. Aber wenn ich schon hier bin, was ist denn noch ein Kreaturenei? Yeah.
Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Noch nicht. Von Säurepilz. Säurepilze habe ich glaube ich noch. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die hatte ich noch drüben. Nee. Muss die Anordnung auch mal ändern. Also man kann natürlich die Fische und so auch kaputt schlagen. Also töten. Können sie natürlich nicht mehr fliehen, ne? In der Regel mit einem Schlag erledigt. Ach Gott. Trotzdem mal zwei mit. Da hätte ich so eine Leuchtfackel mitnehmen sollen. Was? Ich möchte doch bloß ein paar Rohstoffe. Höhlen dafür rein. Zumindest nicht ohne Leiter. Okay, da haben wir auf jeden Fall Kupfer. Dafür bin ich ja unterwegs. Ach komm, wir können eigentlich auch Inventar voll. Ich wollte gerade sagen, wir können auch eigentlich Quarz mitnehmen. Warte mal. Was? Hier funkt kann ich noch nicht. So, dann holen wir uns eine neue Batterie für den Leiter. Und dann geht's nochmal rüber zur Basis, würde ich sagen. Die anderen Rohstoffe schon mal rüberbringen. Basis. Zum Rohr. Wasser trinken können. Dann hätte ich auch wieder Platz im Inventar gehabt. So, und dann, wie war denn das jetzt noch? Keine Ahnung mehr, wie man... Achso, wie war denn das noch? Batterie wechseln. Das war, wenn man es ausgewählt hat. Naja. Und dann nehmen wir die. So. Halt. Ich habe ja wieder Platz. Wer weiß, vielleicht brauche ich Schwefel.
Licht brauche ich hier doch nicht. Oh mein Gott, was vergessen. Ich bin da lang geschwommen. Ich habe keine Boje gesetzt. Ohne Boje kein Signal, ohne Signal. Auf dem Hut nicht zu sehen, wo ich baue. Ich wollte jetzt auf dem Weg direkt mal was abschneiden, aber ich eh keinen Platz im Inventar habe. Dann tut das nicht. Das nervt mich ein bisschen. Nee, doch nicht. Fabrikator bringe ich erstmal hier an. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Ein bisschen rausgucken. Ja, man hat es oben links in der Ecke gesehen, das macht ein bisschen was mit der Stabilität der Basis. Die hat jetzt nur noch einen Wert von 7. Und da muss man eben aufpassen. Alles, was man irgendwie anbaut, verringert das wieder. Man kann das aber erhöhen, beispielsweise durch den Bau hier der Verstärkung. Und ich meine auch, wenn man jetzt da drauf bauen würde, statt auf, so wie ich jetzt aber nur auf dem Untergrund, aber ich mag die Dinger ehrlich gesagt nicht. So, als nächstes würde ich tatsächlich schon dieses Ding hier bauen wollen, glaube ich. Brauche ich wahrscheinlich noch ein Kupfer. Weil hier ist kein Kupfer drin, hier ist aber das Gold drin, was wir auch dafür brauchen. Ich schmeiß jetzt mal alles andere einfach doch hier erstmal rein. Den auch, das Ei sowieso. Warte mal, Quarz. Auch. So, eine Koralle. Ich brauche noch einen Kupfer. Ein Kupfer, bitte. Passing 100 meters. Ja, ja. Oxygen efficiency decreased. Ja. Das wird natürlich nachher immer schlimmer, ne? Also, je tiefer man nachher kommt, desto weniger halten dann plötzlich doch hier die Sauerstoffvorräte. Das heißt, es ist ein ständiges Auf und Ab. Wenn man dann wieder die Kapazität erhöht mit bessere Ausrüstung, dann aber wieder tiefer geht. Ja. Gleicht sich das, beziehungsweise pendelt sich das so nach und nach wieder ein. Aber so, das ist, dass man doch wieder Schwierigkeiten bekommt. Aber man ist ja nachher auch mit Booten unterwegs. Solange man halt im Boot ist, hat man ja auch keine Probleme mit irgendwelchen Sauerstoffvorräten. Das ist natürlich genau das gleiche wie mit der Basis.
Wobei auch auf der Basis muss man aufpassen. Der Sauerstoff geht, meine ich, zur Neige, wenn der Strom ausgeht. So. Frage, was geht schneller? Wahrscheinlich noch. Das Junge, ja. Was macht das hier? So, mitten im Wasser da oben. Ein Riffrücken. Eine kleine Variante davon. Da vorne ist ein größerer. Genau, man kann es jetzt schon sehen, deswegen auch der Name mit dem Riffrücken. Da gibt es tatsächlich ein eigenes Ökosystem drauf und da ist übrigens auch die Pflanze, die eben auch schießt. Aber theoretisch gibt es hier sonst auch Rohstoffe. Ja, du bist ganz aufgeregt. Ich sehe es schon. Irgendwie kommt da nichts. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain? Bug? Also normalerweise würde das Ding schießen. Da geht es natürlich noch mal tiefer. Deswegen baue ich aktuell auch hier. Das ist schon mal ein tieferes Biom an sich. Das heißt, auch wenn ich die ersten Boote baue, macht es auch irgendwo Sinn. Die liegen nicht immer gleich auf dem Grund auf. Passing 100 meters. Und dann kann man von hier aus auch in die tieferen Gefilde quasi starten. Gleichzeitig sind wir eben auch hoch genug noch, um von der Sonne zu profitieren für den Strom. Und jetzt nicht gleich auf die fortgeschrittenen Technologien gehen müssen, die natürlich auch teuer zum einen in der Anschaffung, also im Bau sind. Und auch in der Unterhaltung. Teilweise. Einige Sachen muss man eben auch befeuern. Nein. Blödsinn. Titan und Koralle. Scannerraum. Warum geht das nicht? Müssen wir echt erstmal weiterbauen. Dann brauche ich gleich wieder Titan.
So, der ist ganz interessant. Wir haben hier zum Beispiel, man sieht es hier an der Seite, das ist eine Drohne. Genauso wie das auch. Ja, über die können wir zum einen gucken, egal ob sie jetzt da dranhängen oder nicht. Man kann mit denen auch durch die Gegend fliegen. Fliegen, sag ich schon. Eigentlich viel zu viele Sci-Fi-Spiele. Dann mal gucken, brauche ich nur ein Glas für. Eigentlich will ich das ja eigentlich gar nicht alles verschwinden, ne? Naja, komm. Da geht's nicht. Lass uns mal noch hier einen hin. Und jetzt haben wir nur noch eine Höhlenstärke von 4. So, das ist auf jeden Fall der Scannerraum. Da lässt sich natürlich auch hier auf der Seite weiterbauen und ich kann auch hier auf der Seite weiterbauen. Also hier ist jetzt nicht Ende. Und der Scannerraum zeigt mir zum einen die Umgebung. Und man kann auch sehen, dass hier höchstwahrscheinlich die Höhleneingänge sind. Einmal dort, einmal dort. Da befindet sich hier... Mein Gott, sind die laut. Eine größere Höhle mit großen Pilzen drin und ja, auch tatsächlich wichtige Sachen zum Scannen. Und was wir eben noch haben, ne, zeigt mir hier ja auch die Positionen der Kameras an. Und wir können mit dem Raum zum einen eben hier diese Kamera steuern. Und wir können aber auch gezielt nach den Sachen hier suchen. Also das sind Sachen, die wir schon kennen. Und da können wir tatsächlich auch gucken, okay, wo gibt es denn noch mehr? Woher auch immer ich das schon kenne, aber ich weiß, ich brauche Lithium. Lithium. Und ich kann jetzt einmal danach scannen. Man sieht, das Scan geht durch. Und wir haben hier an der Stelle Lithium. Jetzt ist nur die Frage. Ja. Also wir brauchen tatsächlich noch ein weiteres Modul für unseren Anzug. Um jetzt auch das Ganze auf dem HUD sehen zu können. Das heißt, ich weiß jetzt, in welche Richtung ich muss, um eins davon zu finden. So, ich stoppe das Ganze mal. Es gibt hier die Möglichkeit, den Raum noch zu erweitern. Man kann hier 4 verschiedene Erweiterungsmodule reinbauen. Die kann ich hier rüber bauen. Zum Beispiel Beschleunigung, ne? Dadurch lässt sich es halt schneller scannen. Man kann hierüber neue Kameradrohnen bauen, weil, naja, so richtig kaputt, weiß ich nicht, ob die überhaupt kaputt gehen, aber beispielsweise diese Viecher in diesem Kelp, nennt sich das Kelp oder bin ich jetzt im Kelp? Ne, ich glaube das grüne Zeug. Die den Metallschrott sammeln und damit rumspielen, die krallen sich auch die Kameradrohnen. Genau, das hier ist halt das, was ich bräuchte. Dafür bräuchte ich Magnetit. Das ist auch nicht ganz so einfach zu bekommen. Dann würde mir das immer auf dem HUD angezeigt werden, wenn der Raum was gefunden hat. Und man kann die Reichweite von dem Raum erhöhen. Also das ist eben nicht nur diesen kleinen Bereich quasi um dieses Teil hier rum sehen, sondern dass wir es nochmal deutlich erweitern können. So. Und genauso kann man das eben auch, ne? Man sieht das hier auf die Karte, kann ich nicht mal einschalten. Das gibt es eben auch hier für den Gleiter, dass man eben auch die Karte, die hier zu sehen ist, oder allgemein eine Karte von dem, wo man gerade ist, dass man sich das auch beim Gleiter anzeigen lassen kann. So, wenn wir noch einmal ganz kurz die Kamera drum gucken, das sieht dann so aus. Und aktuell ist es halt einfach nur dieses Bild. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier rausgehe, genau, sehen wir das Bild auch. Und das ist die Kamera 2. Ich kann die Kamera noch wechseln, meine ich. No. Ja, das ist einmal zur anderen Seite.
Und eigentlich, wenn man noch Licht an- und ausmachen, kann man die auch bewegen. Calorie intake recommended. Ich frag mich. Ah ja, okay. Ich musste einfach nur die WASD-Tasten nutzen. Genau, und jetzt kann man halt mit diesen Kameradrohnen auch durch die Gegend. Absolut safe. Und die haben natürlich eine begrenzte Reichweite, aber man kann mit denen schon mal so ein bisschen erkunden. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, in welche Richtung ich müsste, um beispielsweise ins Büro Höhle zu gelangen. Ich habe irgendwie in Erinnerung, also wir sind gegen so einen blöden Fisch geschwommen mit dem Teil und schon haben wir Schaden bekommen. Genau, ich meine, hier kann man schon rein. Emergency. A quantum detonation has occurred. Ja, dann geht's hier so langsam tiefer. The reactor will reach a supercritical state. Und dann kommt man eben auch in 8. Detecting increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Da hat es gerade einen gewaltigen Knall gegeben. Jetzt gibt es auch mehr Strahlen im Wasser. Welcome aboard, Captain. Mitgenommen. Oder habe ich das schon gegessen mittlerweile? Das habe ich dann wohl schon gegessen mittlerweile. Naja. Okay. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Genau, wir sehen jetzt übrigens auch hier, ne? Da ist die Position der Kamera 1, mit der ich gerade unterwegs war. Und da kann man eben auch sehen, ich bin zu diesem einen Höhleneingang. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen zur Seite gegangen wäre, oder eben auch, ich glaube, genau dort direkt rein, dann würde man jetzt eben in diese Höhle reinkommen. Dann könnte man mit der Kamera schon mal vor und schon mal scouten. Solange eben die Reichweite reicht. Jo, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Ein Blick auf die Uhr sagt, das ist schon über eine Stunde. Und ja, so viel dann zur ersten Folge Subnautica. Das werde ich natürlich ein wenig fortführen. Mal gucken, ob wir die gesamte Story wieder durchspielen. Und ich denke nur, die Abstände der Videos könnten ein bisschen größer werden. Also da wird jetzt nicht täglich eins kommen. Gibt ja noch ein paar mehr Projekte. Genau. Aber ich mache auf jeden Fall weiter. Wenn ihr mehr sehen mögt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder eben auch einen Kommentar, wenn es Fragen zu dem Spiel gibt, auch gerne in die Kommentare oder gerne auch Tipps von eurer Seite. Und ja, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zusehen und ciao.